Welcome back. Hallo, hallo, Juri. Wie geht's dir, Juri? Mir geht's sehr gut, Leute. Wie geht's dir? Mir geht es auch gut. Ich habe euch eigentlich gestern um 22 Uhr erwartet. Ich bin ein bisschen durcheinander. Was ist los? Ja, ich sag mal so, Pascha war stark verhindert. Und da ist das alles ein bisschen untergegangen. Deswegen stehen wir heute hier. Hat sich jetzt Pascha heute auch verhindert. Deswegen sind wir beide hier. Wir vertreten unsere Familie. Die Laura und ich. Verstehen. Und haben das Gespräch. Ich habe dich mehrmals versucht gerade anzurufen. Du hast mich einmal zurückgerufen. Ja, ich war leider nicht ganz, wirklich nicht ganz da. Alles gut. Alles gut passiert. Gar kein Problem. Und zwar geht's um euer Geschäft, was ihr derzeit führt. Um die Meth-Route. Ihr habt die Meth-Route, oder? Ich sehe das, so korrekt. Genau, richtig. Wie fange ich denn am besten damit an? Also, erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir die Aufsatzroute hatten? Ja, natürlich. Erinnerst du dich auch noch, als du zu uns gekommen bist und du uns ein Angebot gemacht hast, dass du die Aufsatzroute kaufen möchtest? Sie. Erinnerst du dich auch noch, für welchen Betrag das war? Ja, das waren $700,000. Mehr genau. Als die Route wert war. Aber ja, wieso sagst du das? Ja, das wollt ist halt wieder die Aufsatzroute? Die ist sogar frei momentan. Da haben wir tatsächlich kein Interesse dran. Ach so, weil du darüber sprichst. Ich war verwundert. Ich würde dir ganz gerne ein Angebot für die MEF-Route machen. Deswegen sind wir eigentlich hier. Für die MEF-Route ein Angebot? Ja, richtig. Wir haben Interesse an der MEF-Route und ich würde dir die gerne abkaufen. Wieso? Habt ihr keine Route mehr? Nee, aktuell nicht. Aber schon länger nicht tatsächlich. Was hattet ihr als letztes? Ja, als letztes hatten wir die Tilidin-Route, Laura. Das war vor 2 Wochen, oder? 3 Wochen? Irgendwie sowas? Irgendwie sowas, ja, genau. Ja. Was damit passiert? Wir haben die verkauft. Darf ich fragen, an wen? Damals, oder ne, man braucht ja gar nicht damals sagen, an Diaz-Kartell. An das Diaz-Kartell? Genau, richtig. Aber wer hat dann jetzt Tilidin? Da fragst du leider den Falschen, das weiß ich tatsächlich wirklich nicht. Ich würde es dir sogar sagen, wenn ich es wüsste. Gehört sie überhaupt jemanden? Ja, ich, ja, weißt du es? Sie gehört jemandem, das weiß ich. Bin mir sicher, aber waren das nicht die Italiener? Gotti. Gotti. Genau, ja. Haben die nicht die Weed-Route? Eine gute Frage. Dann war das Vagos, die Tilidin hatten, aber jetzt haben die ja Koks. Ah, stimmt. Koks, genau. Vagos hatte Tilidin. Die haben aber jetzt Koks. Kann es sein, dass es niemanden gehört? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Weil das ist ja keine, sag ich mal, keine 0815-Route, ne? Das ist ja auch eine Route, die Ertrag bringt. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Wobei ich sowieso sagen muss, dass es viel zu viele Routen momentan gibt. Ja, da bin ich auf deiner Seite. Aber ich glaube, wir haben uns so ein bisschen irgendwie im Thema verirrt, oder? Ja, ein bisschen Smalltalk schadet doch nicht. Ist doch nicht okay, schlimm. Ja, okay. Warum hat die Dame das so eilig, Patron? Na, nicht eilig. Ich, wäre nur nicht, dass wir irgendwie vom Thema komplett abkommen. Keine ich meine, ich rede natürlich mein gerne mit hat das euch. Immer im Hinterkopf. Wunderbar. Wir kennen uns doch schon lange, deswegen ein bisschen, kann man sich doch mal ein bisschen unterhalten. Ich hab nichts dagegen. Die Dame gefällt mir. Aber sie denkt ans sie hat Geschäft. Nicht ganz Unrecht. Sie hat nicht ganz Unrecht. Ja, genau. Sie hat einen Sinn für Geschäfte. Deswegen stehen wir auch hier, Leute. Natürlich, weil ich dich auch mag, ne? Keine Frage. Sie, natürlich. Ihr wollt mir ein Angebot für die Meth-Route machen. Genau. Wir sind hier, um dir ein Angebot für die MEF-Route zu machen. Hast du denn überhaupt Interesse, diese Route zu verkaufen? Also wenn dein Angebot gut ist und das Tilidin momentan frei steht, dann bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt, das mir anzuhören. Wie gesagt, mit dem Tilidin haben wir gar nichts zu tun und ich weiß dazu auch wirklich gar nichts. Also gar kein Problem. Das sind halt zwei verschiedene Sachen. Ich sag mal so, Laura, sollen wir mit offenen Karten spielen? Ja, natürlich. Du magst ihn, hast du gesagt. Dann ist das doch nur fair, oder? Okay, Leute. Ich sag dir ehrlich, unser Angebot für die MEF-Route sind 500.000. Du sagtest doch gerade, du magst mich jetzt. Ich mag dich, verhöhnst aber man muss mich. Ja auch irgendwo, wie sagt man, eine Art Gleichberechtigung finden. Deswegen Gleichberechtigung hatte ich das vorhin, für was? Deswegen hatte ich das vorhin angesprochen mit den Aufsatzrouten, falls du dich noch daran erinnerst.
Und da habe ich dir geantwortet. Ich habe dir mehr gezahlt, als sie wert war. Ja, aber trotz allem ist dieser Preis, den du uns dort angeboten hast, auch nicht... mehr, als sie wert war. Weil, weißt du, ich kann dir auch erklären, wieso. Jeder hatte bereits Waffenaufsätze. Jeder. Sorry. Ja. Der einzige Grund, warum ich die Waffenaufsätze genommen habe, weil ihr zu dem Zeitpunkt nicht die Macht hattet, sie zu beschützen. Und trotzdem habe ich euch einen Deal angeboten, den ihr nicht abschlagen konntet. Und das weißt du, Yuri. Und jetzt sagst du, ich mag dich und gibst mir aber einen Deal und erklärst mir wegen damals. Das heißt, du müsstest mir mehr geben, als die Mefrute wert ist. Jetzt gibst du einen Preis, den man in 2 Stunden dort erlangen kann. Was ist denn deiner, also jetzt nur aus reinem Interesse, ja? Wie viel ist denn deiner Meinung nach diese Mefrute wert? Ehrlich, ehrliche Meinung oder ehrliche Vorstellung. Ja, ich überlege tatsächlich, dass ich wirklich eine ehrliche Meinung sage. Für den Ertrag, den man wöchentlich bekommt. Ohne zu hoch zu pokern, würde ich sagen 10 Millionen. 10 Millionen? 10. Okay, ja, dann unterscheiden sich unsere Angebote ja nur von 9,5 Millionen, das ist ja nix. Naja, du musst so bedenken. Du machst in circa 2,5 Stunden, machst du 200.000 Dollar. 2,5 Stunden, ein Mann. Wenn du da Familien drauf lässt, machst du mehrere Millionen am Tag. Und 10 Millionen Dollar ist es wirklich, wirklich sehr niedrig geschätzt. Ja, dadurch, dass du mir das jetzt so alles so gesagt hast, das hört sich alles gut an. Mein letztes Angebot sind 1 Million. Ich habe eine Frage, Yuri. Bitte. Bist du hier, um lustig zu sein, oder? Nee, tatsächlich, meine ich das ernst. Oder willst du hier irgendwie eine Ausbildung als Komiker machen und du testest das gerade bei uns? Nein, warum denn? Ich bin doch hier ganz auf ernstem Gespräch zu euch gekommen. Auf ernstem? Du sagst von 500.000 bis 10 Millionen, ist das eine nicht so große Entfernung und jetzt auf einmal sagst du, ich springe auf 1 Million. Das macht keinen Sinn, das ist paradox. Ja, ich bin halt dem Angebot von eurem Patron entgegengekommen ein bisschen, ne? Naja, du bist ihm nicht wirklich entgegengekommen. Du bist irgendwo... Er hat seinen Preis verdoppelt, also für nicht verdoppeln ist jetzt nicht, dass man da nicht entgegenkommen würde. Er hat seinen Preis verdoppelt, aber so viel ist die Rote nicht wert. So viel sind vielleicht 2 Waffen wert. Ja, also du möchtest die Rote für diesen Preis nicht abgeben oder ungern abgeben. Warte, eine andere Frage. Du hast ein Fahrzeug, okay? Dein Richtig. Auto kostet 1 Million Dollar. Okay. Jetzt kommt Lloyd zu dir und sagt, ich gebe dir für dein Auto 1.000 Dollar. Ja, dann sage ich halt nein. Würdest du dir aber nicht ein bisschen verarscht vorkommen, weil jeder Blinde würde sogar merken, dass es mehr wert ist. Ja, aber ich sag mal so, das sind ja nur Angebote. Das ist ja jedem frei überlassen, ob er es annimmt oder ablehnt. Das ist nicht korrekt. Ein Angebot ist normalerweise etwas, wenn man ernsthaftes Interesse hat. Das heißt, man beschäftigt sich damit, man tut abwägen, wie viel kann ich investieren, wie viel erwirtschafte ich. Und daraus erzielt man dann seinen Gewinn und seine Prognose. Das, was du gemacht hast, ist kein Angebot. Das ist Hohn. Und das weißt du. Tatsächlich ist es ein Angebot, weil es steht jedem frei in dieser Marktwirtschaft, jemanden ein Angebot, egal in welchem Preise es ist, ihm zu unterwerfen. Ja? Und demjenigen, dem das Angebot gemacht wird, steht es auch frei zur Verfügung, dieses anzunehmen oder abzulehnen. Ja, aber es ist kein ernsthaftes Angebot. Und das weißt spielt, du Das auch. Spielt aber keine Rolle. Das ist unser Angebot. Ich habe das jetzt gesagt. Das okay, ist ich frage dich, hast du ernsthaftes Interesse an der Route? See or no? Ja, natürlich habe ich ernsthaft. Sonst würde ich nicht hier stehen und mit euch reden. Anders gefragt, hast du ernsthaftes Interesse an der Route, es zu verhandeln oder durch einen Krieg zu holen? Weil mir kommt das so vor, du willst einen Kampf ziehen. Über den Krieg oder einen Kampf, wo du jetzt gerade redest, hat tatsächlich noch niemand von uns geredet. Wir sind okay, was sagst du, wenn ich jetzt sage nein? Dann wirst du sagen, ich werde sie mir holen.
Du sagst nein. Du sagst nein, weil du uns auch kein bisschen entgegenkommen willst, oder wie soll ich das verstehen? Nein, ich frage euch, die Preisspanne ist so hoch, dass man gar nicht entgegenkommen kann. Aber du hast es ja noch nicht mal versucht. Gar kein Problem, dann versuchen wir es. Daran soll es nicht scheitern. Ihr habt nur gefragt, was sie wert ist. Ihr habt noch nicht gesagt, ob wir niedriger werden vom Preis. Ja, guck mal, also ich meine, wir haben ein Angebot gemacht. Ja, dann habt ihr gesagt, wie viel die wert ist. Dann haben wir unser Angebot sogar korrigiert, weil wir euch ja entgegenkommen wollen. Ja, und das hieß letztes Angebot. Ja, und dann ist ja irgendwie nichts mehr passiert, so, ne? Das ist normal. Das ist korrekt, ich habe gesagt, letztes Angebot. Also, wie soll ich da entgegenkommen? Recht hast du da schon. Ja. Ich habe gesagt, letztes Angebot. Du kannst es ja versuchen, so, weißt du? Aber in der Verhandlung ist ja alles möglich, ne? Das ist ja, kannst ja deine Fantasie freien Lauf lassen. Ich bin ja immer noch hier. Wenn ich jetzt schon weg wäre, dann wäre das auch so, ne, dann wäre das Thema ja durch. Otron, mein Gefühl ist, ich will richtig dir in die Fresse schießen, weil die reden immer noch respektlos. 10 Millionen ist deutlich zu wenig. Okay. Hast du schon mal was dazu gesagt? Das ist gut. 10 Millionen. Ist deutlich zu hoch. Jetzt haben wir was dazu gesagt. Okay. Nein, es ist nicht zu hoch. Es ist genau der angemessene Preis für diese Route. Ihr wollt verhandeln. Ich bin bereit zu verhandeln. Aber nicht so weit. Auf gar keinen Fall so weit. Diese 1 Million Dollar, das ich bekomme, die nach 3 Tagen spätestens, nicht einmal. Nicht mal, nach einem Tag, zwei Tage. Nach einem Tag. Siehst doch als freundschaftliche Geste. Freundschaftliche Geste bedeutet doch nicht, dass ich einen finanziellen Ruin mache. Nein, das geht sich ja nicht darum, aber ihr habt ja gerade auch schon weitergedacht. Der Leute war dir ja schon einen Schritt voraus. Er hat schon über die Teledin-Route gesprochen. Deswegen bin ich ja auch bereit zu verhandeln, aber es soll etwas sein, was mir lohnt, was sich überhaupt lohnt. Ich habe immer noch keinen Preis von euch gehört. Momentan haben wir einen Preis. Die Spanne, was ihr habt, ist zu hoch. Also warte, also wir haben angefangen mit einem Angebot, haben uns verdoppelt. Ihr habt mit einem Preis angefangen, aber ihr ändert den auch nicht. Weil die Spanne zu hoch ist. Die Spanne ist zu weit entfernt. Kommt irgendwo näher und dann kann man darüber nachdenken. Ja, aber wir haben uns doch schon bewegt. Jetzt will ich, dass ihr euch bewegt. Hä? Wart ihr schon mal auf einem Bazar? Ja, richtig, ich war schon öfter genau. Auf einem. Okay, ja. Perfekt. Dann sage ich euch, wie es normalerweise abläuft. Weil ihr wart zwar da, aber ich glaube, ihr habt dieses Konzept, dieses Prinzip nicht verstanden. Man setzt einen Preis an und dann tut die andere Person ungefähr bei 50% anfangen. Und dann nähert man sich ungefähr auf 75%. So läuft das normalerweise ab. Aber wenn jemand 10% sagt, beziehungsweise davor 5%, in welcher Welt? So funktioniert keine Verhandlung. Aber mein Bester, hör mir mal zu. Du redest gerade von einer Norm. Wir sind nicht die Norm. Ein gewaltiger Unterschied. Ja, und es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, auf was für einem Bazar du bist. So, weißt du, ich kenne auch Bazare so, Alex, da steht dann jemand und der irgendwie verkauft so, keine Ahnung, so nette Grinsekatzen oder sowas, ja, und will dafür irgendwie 50 Euro haben und dann ist die aber in Wirklichkeit ein paar Cent wert, so, da werde ich dir auch nicht die Hälfte dafür zahlen. Das sind Europäer, mit denen haben wir nichts zu tun. Nein, aber nur, dass du weißt, so, du sagst dann 50% und danach ist man bei 75% von dem Preis, so, nein, so, wir stehen doch hier, wir sind zwei Parteien, wir verhandeln, so, lass mal die anderen sein. So, ihr habt jetzt ein Beispiel genannt, wir haben ein Beispiel genannt, so, was wir jetzt von euch hören wollten, ist halt irgendein anderer Wert als diese 10 Millionen. Ihr habt 500.000 erhöht. Ich bin bereit, 500.000 runterzugehen. 9,5 Millionen. Okay. Dann mache ich das jetzt einfacher. Da wir ja nicht auf einem Bazar sind, wie dein Herr zu deiner Rechten die ganze Zeit hier irgendwie gesagt hat oder wie auch immer. Ich komme dir jetzt entgegen nochmal, ja? Wir geben dir 2,5 Millionen, ja, lass mich noch zu Ende reden. 2,5 Millionen, du hast genau 30 Minuten Zeit, um 21.31 Uhr erwarte ich eine Antwort von dir. Wenn wir nicht auf einen grünen Nenner kommen, dann holen wir uns. Okay? Also genau das, was du von Anfang an gesagt hast, Leute. Und jetzt knallt es. Nein, er hat ja jetzt noch eine halbe Stunde Bedenkzeit. Das von Anfang an nicht das gesagt. Das ist genau das, also war das ein Hohn. Es war ein Fake-Preis. Es war von Anfang an darauf hinausgelegt.
Wenn du hierher kommst, lass mich doch ganz kurz aussteigen. Wenn du hierher kommst und zu deiner Hermana noch so vor uns tust und sagst, lass uns mit offenen Garten spielen und ehrlich sein, dann seid das auch wirklich so. Weil das, darauf habt ihr es abgezielt. Habt doch wenigstens die Eier in der Hose und sagt das wenigstens. Weil das ist wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Sag mal, was die Wahrheit wäre, Juri, wenn du gesagt hättest, pass auf, ich will die Meffrute. Weil wir uns kennen und weil ich dich mag, bin ich aber trotzdem bereit, dir eine Möglichkeit zu geben. 1 Million Dollars. Das gebe ich dir nicht mehr und nicht weniger. Es ist deine Entscheidung. Ich bin bereit für den Krieg und ich bin auch deswegen hierher gekommen. Das wäre die offene Karte. Nein, aber ich bin ja nicht hier, weil ich dich anlüge. Ich bin ja tatsächlich hin und habe gedacht, dass du uns vielleicht entgegenkommst und dass wir die Route auch zu diesem Preis kriegen können. Weil ich aber 2,5 Millionen Dollars? Jodi? Ja, du hast ja, also sowas merkt man sich ja halt. Ja, ne? Diego, was möchtest du? Es ist offensichtlich, dass ihr diesen Preis definitiv nur nennt, um einfach irgendeine Zahl in den Raum geworfen zu haben. Das hört man aus eurer Stimme heraus, dass es euch gar nicht darum geht, ob ihr uns jetzt wirklich ein ernsthaftes Angebot macht oder nicht. Euch geht es einfach nur darum, was gesagt zu haben, um sie euch danach irgendwie argumentativ holen zu können. Das ist dasselbe mit dem 21.30 Uhr. Wenn du ernsthaftes Interesse hättest, dann hättest du gesagt, mach dich schlau wegen Teledin, lass uns gucken, vielleicht können wir dir die Teledin besorgen, irgendwie so. Aber das, was du sagst, ist wahnsinnig schlecht. Aber also guck sorry, mal, das ist so schlecht. Das ist schlecht, ja, ich weiß, das ist so schlecht für dich, aber wenn ich doch, dann brauche ich doch gar nicht meine Zeit hier zu verschwenden, dann komme ich hier hin und sage, hör mal zu, ich will die Route haben, ich gebe dir 1 Million und dann bin ich weg. Aber ich versuche doch gerade noch ein bisschen gutes Geld noch für euch rauszuholen. Ich sag dir ehrlich, das ist eine Farce, was du machst. Ja, das kann man so sehen oder so sehen. Ich würde in eurer Situation vielleicht dasselbe sagen. Aber warum sollte ich mich hier hinstellen, mit euch jetzt seit 10, 15 Minuten reden und versuchen, da irgendwie auf einen grünen Nenner zu kommen? Aber was soll ich machen? Im Endeffekt ist es ja euch überlassen. Natürlich, du hast recht. Dein letztes Angebot, das mit den 2,5, du willst wirklich nicht mehr zahlen? Ja, die Frage ist, geht ihr nicht noch wirklich mehr runter? Wir haben uns jetzt ein ganzes Stückchen bewegt. So also guck mal, wir sind von einem, also guck mal, wir haben bei 500 angefangen. Ja, 500, dann sind wir auf 1 Million gegangen. Jetzt sind wir bei 2,5 Millionen. $8 Millionen wäre ich bereit, sie herzugeben. Also du gehst immer so viel runter, wie wir hochgehen, oder wie? $8 Millionen, das ist mein letztes Angebot. Dein letztes, okay. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde dir 4 Millionen geben, dann... Das wäre zu wenig. Das würde gar kein, ja. Das würde sich gar nicht rechnen. Das Geld habt ihr in weniger als 7 Tagen wieder. Vergiss eine Sache nicht, Juri. Egal, wer diesen Krieg gewinnt oder verliert, allein der erste Kampf wird mehr kosten als das, was ich gerade gesagt habe. Hier geht's nicht um Gewinnen und Verlieren. Ja, aber vergiss das nicht. Denn wenn du geschäftlich denkst, ihr beide, dann habt das im Hinterkopf. Aber ich sag dir mal so, ne, Leute, Geld ist nicht alles. Vielleicht denkst du auch mal weiter. Sag ich mal, wenn du zu uns kommen Du bist würdest, gekommen ja? und hast gesagt, du willst geschäftlich sprechen und es geschäftlich auch ansehen. Natürlich, da gebe ich dir auch recht, aber man muss ja immer zwei Aspekte, so eine Sache hat immer zwei Seiten. Du kannst ja auch so weiterdenken, wenn du uns jetzt, sag ich mal, diese Route für diesen Preis bezahlst, ja, dann wissen wir das, werden das hoch ansehen bei dir und du hast ein Gut bei uns. Das schadet halt nicht, ne? Ich meine jetzt nicht, weil wir so sind, wie du ein allgemein. Geschäftsmann bist, wenn ich es auch, sind auch die Santos Geschäftsmänner. Wir müssen an das Geschäft denken. Guck mal, ich mach mal einen Vorschlag. Ja, ich meine, ich glaube, wir sind alle Geschäftsmänner. So, ich verstehe dein Argument, dass du sagst, ne, so ein Krieg ist teuer, keiner will irgendwie unnötig Geld ausgeben. Warte, du bist ein Geschäftsmann? Senior S, lass sie bitte aussprechen. Verzeihen. Guck mal. Du gibst eben Juri und mir mal so 2-3 Minuten. Ich rede mit ihm nochmal. Wir gucken, ob wir, ne, wie man sich geschäftlich entgegenkommen kann. Ihr könnt das Gleiche auch nochmal tun. Und dann reden wir gleich nochmal ein paar Minuten, okay? Natürlich, bin dabei. Ja? Machen wir so, alles klar.
Okay, dann wir reden kurz. Wir gehen ein Stückchen genau. nach hinten hier, ja? Okay. Ja. Alles klar. Danke euch. Also, Patron. Das ist frech, Patron. Das ist sehr frech, Patron. Geld ist nicht alles, aber wollen eine Route haben, alles klar. Also eigentlich direkt die beiden, die hier sind. Nein, das ist dumm. Nackig machen. Nein, machen wir nicht. Guck mal, also, sowas haben wir noch nie gemacht. Egal was ist, die werden auf jeden Fall mehr sein als wir jetzt, wenn es zu einem Kampf kommt, weil wir nur 16 sind. Und ich denke nicht, dass die mit 16 Leuten gerade eine Route beanspruchen gehen. Und die werden auch in einer Stunde herkommen. Oder in 30 Minuten. Das ist schon klar. Weil sie wollen die Route. Das merkst du, wie sie reden und so. Natürlich. Ja, also, ob die jetzt angreifen oder in einer halben Stunde, die werden trotzdem mehr Mann sein als sie. Die werden so oder so angreifen, ob wir jetzt ja oder nein sind. Ja, ist auch so, werden die. Deswegen. Frage ist, weißt du niemand, wer Tilidin hat? Nee. Genau. OGs oder nicht? Die OGs haben, hat Opium, haben, oder Opium, nicht? Opium ist die beste Drogenroute. Opium, okay. Ach, weil, das ist so wenn schlecht. Wenn die Tilidin wirklich frei ist, dann könnten wir halt ja, nicht. Die funkt auch durch. Das könnte sein, dass gleich was passiert. Also, wir könnten, nee. Seit wir da dritten Jungs, lass uns mal bitte alle aufteilen aus der Dingens Patron und so hier, ja? Wir stehen alle hier so. Also offen. Wir hören auch Patron, wenn er sagt. Wir machen das, wir machen das. Ist das okay, Patron, dass wir uns aufteilen? Natürlich. Ja. Komm. Aber nicht. CJ, ja, können wir Houdini nicht dann wegfahren schon mal? Tee. Komm, Houdini. Houdini, hast du einen Schaffner? Nee. Ich hab $0 auf Konto. Kann uns jemand schnell einen Schaffner auspacken? Wenn wir die Route nicht verkaufen Stefan, wollen, ja. Mach mal einen Schaft ausschneiden. Ich bin ganz oben Schaffter. Auf dem Dach. Stefan, hier siehst du, kommst du zum Park. Ich küsse ihn jetzt. So. Okay, wir sind wieder soweit. Was mit euch? Wir warten nur auf euch. So, ja, weil deine Jungs irgendwie weggerannt sind. Ich weiß auch nicht. Ich brauche nicht an. Okay. Wo ist denn der Schafter? Wie hatte der Herr neben dir das eben runter. Genannt, was unser Angebot wäre? Was war sein Wortlaut? Ich weiß nicht. Du meinst mich? Ja, ja. Ach so, diese 500.000, das war ein Hohn. Okay, ein Hohn, alles klar. So, ich hab jetzt immer mit Juri gesprochen, so. Einfach auch so, deswegen haben wir eben auch ein bisschen über die Vergangenheit geredet. Das, was bei der Aufsatzroute war, so wie ich es mitbekommen habe, da war ich ja noch nicht bei Kafkas, war halt auch ein Hohn. Und, nein, war es nicht. Und so, ne? War es nicht. Jetzt habt ihr, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, wie das ist, wenn man... Nein, wenn war es nicht. So niedrig- du kannst nicht etwas Guck sagen, mal. Was nicht stimmt. Du kannst nicht etwas in den Raum werfen, was nicht stimmt. Soll ich zu Ende reden und dann kannst ja, du... Ja, aber du eingehen? Kannst doch nicht irgendwas in den Raum werfen, was überhaupt nicht stimmt. Naja, es ist so, es das, war, was ich von meiner wir haben mehr Familie gezahlt, als es wert also. War. Mehr nimmst, gezahlt, als es wert war. Nicht verteidigen, verstehst du? Du nimmst das als Argument, dass wir die nicht verteidigen können. Die Aufsatzroute hat nicht mal Geld gebracht. Die Aufsatzroute war keine $700.000 wert. Du hast drauf gezahlt. Warum ist die Route denn jetzt 10 Millionen wert? 12 Millionen oder was? Das ist Meth. Die Aufsatzroute ist auch jetzt nichts wert. Ist sie nicht. Sie ist tot. Sie war auch damals tot. Aufsatzroute ist de facto kein Geld wert. Okay. Das, eure Meinung ist fair, so jeder darf ja seine eigene Meinung okay, haben. Okay, wenn es nicht meine Meinung ist, wieso holt er es nicht? Keiner hat es. Es gibt Pass. Leute, soweit ich weiß, wir waren gerade am Betrug, ich sagte das auch kurz. Du musst ein bisschen lauter sprechen, Juri. Einfach, ich sagte das einfach jetzt auch so, weil ich dich mag, ja, das ist auch einfach See. So ein Ding. Ich glaube, ich weiß es nicht 100%, aber wir waren gerade am Schwarzmarkt, ja? See. Dort haben wir gesehen, dass du Schalldämpfer und erweiterte Magazine ja, aber dort für 200.000, erwerben kannst. Herr ja, warte, lass mich zu Ende reden. Ich glaube, dass es nämlich gar keine Aufsatzroute mehr gibt. Doch, ich habe gerade eben nachkontrolliert. Ah, du hast nachgeguckt, okay. Also gibt es sie trotzdem noch. See. Ja. Ich habe okay, gerade eben nachkontrolliert. Das wusste ich nicht. Ich dachte, dadurch, dass es im Schwarzmarkt jetzt erwerblich ist, gibt es die nicht mehr. Doch. Die ist immer noch da. Ich habe extra nachkontrolliert. Direkt, ja, als ich mein Schwarzmarkt war, bin ich die Route abgegangen, um zu kontrollieren. Alles ist da. Okay. Ja, trotz allem, Laura würde, glaube ich, ihren Satz ganz gerne beenden. Weil ja. Was sie angefangen hat. Ja, das macht gar keinen Sinn, zu sagen, also, deins ist auch so. Ne? Wir sind bei dem niedrigen Preis, haben wir angefangen.
Wir sind keine Unmenschen, ja. Wir wollen euch zeigen, dass wir verhandeln wollen. Es geht uns nicht darum, dass wir euch jetzt irgendwie einen aus der Luft gegriffenen Preis nennen, der irgendwie dumm daherkommt. Wir wollen euch auch Respekt gegenüberbringen. Wir geben euch jetzt wirklich den allerletzten Preis, den wir bereit sind, für diese Route zu zahlen. Und ich sage euch von vornherein ehrlich, das ist der letzte Preis, den wir euch nennen. Ansonsten sagen wir, von unserer Seite sind die Verhandlungen über das Kaufen der Route gescheitert. Juri, unser letzter Preis? Unser letzter Preis sind 5 Millionen Leute. Lass dir Zeit mit deiner Entscheidung. Berede mit deinen Jungs, wenn du möchtest. Oder du sagst jetzt schon direkt, auf gar keinen Fall. Es ist ganz bei dir. Okay, ich gerne. Will was noch dazu hinzufügen. 5 Millionen Dollar und keiner meiner Männer muss zahlen, wenn sie dort drauf arbeiten. Es sind nicht mehr Juri, viele, darf ich darauf antworten oder willst du? Darfst du, gerne. Ja? Ja. Nein. Das ist wie gesagt, ja immer noch deine Route. Dann ist es ja sozusagen immer noch deine Nein, Route. Nein, guck mal, 5 Millionen, nicht. Ihr fünf habt Millionen Arbeiter. War unser... Das war unser letztes Angebot. Und wenn wir jemanden haben, der darauf arbeitet, dann hat er sich quasi eingekauft. Und dann sind es nicht 5 Millionen, sondern es ist 5 Millionen plus das, was ihr euch spart, dadurch, dass ihr weiterhin auf die Route könnt. Deswegen nein. 5 Millionen, das ist unser letztes Von Angebot. Von 10 Millionen Dollar sind wir 50% runtergehen. 50%. Und ich komme euch entgegen mit einem Ja. Unter der Bedingung, dass wir sagen... Hört man mich? Dann lass wenigstens meine Männer drauf arbeiten und ich bin damit zufrieden. Eine Woche, nicht länger. 50% sind wir runtergegangen. Und wir sind sehr weit nach oben gegangen. Ja, du hast auch eine Zahl in den Raum geworfen, dann kannst du genauso einen Huhn kaufen. Das macht keinen Sinn. Es geht darum, dass wir jetzt mit richtigen Preisen gerade verhandeln. Davor waren es keine richtigen Preise. Es ist schade, wenn ihr das so seht. Also, wir waren von vornherein der Meinung, dass das vernünftige Preise sind. Wie gesagt, das ist unser letzter Preis. Wenn man das so direkt sagen könnte, ohne dass es böse gemeint ist, das ist quasi so das Friss-oder-Stirb-Angebot. Jeder Mann, der von euch stirbt, ist ein Mann plus 400.000 Dollar. Bei 10 Männern sind das 4 Millionen Dollar. Juri, willst du das einer Frau gutheißen lassen, die bereit ist, jeden Mann in den Kampf zu schicken, der sterben kann? Ihr verliert deutlich mehr. Wir auch. Geschäftlich gesehen ist das das perfekte Angebot. Guck mal, das Ding ist, ich sag dir das so, wie es ist, wir wollen diese Route, diese Angebote habe ich jetzt schon öfters gehört. Ich war jetzt bei so vielen Gesprächen dabei, wenn es um Routen geht, ja. Dann findet man irgendwo einen Preis, ne? Dann trifft man sich irgendwo, zwei kommen zu einem Schluss. Aber immer wird als letztes dann noch in den Raum geworfen, dass die Leute, ihre eigenen Leute noch irgendwie ein, zwei Wochen mit auf dieser Route unterbringen wollen. Aber das wollen wir einfach nicht. Es geht sich jetzt nicht darum, Krieg hin oder Krieg her, weißt du? Es geht sich ums Prinzip. Wenn uns die Route gehört, dann gehört uns die Route. Verstehst du, was ich meine? Über was danach passiert, darüber kann man sich noch unterhalten. Wenn du nochmal auf ein Gespräch mal bei uns vorbeikommst und sagst, hör mal zu, wir haben so einen guten Deal miteinander gemacht, vielleicht können meine Jungs irgendwie vergünstigt auf der Route weiterarbeiten oder sonst was. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich hätte eine Idee, Leute, darf ich kurz sprechen? Tja. Wie wär's, wenn du diese 5 Millionen Dollar eingehst, so wie sie sagen? Ohne Wenn und Aber. Und der Deal unterzeichnet wird am 27.08. Ne, wir missbrauchen eh, bis wir den Papierkram klären und so weiter. Warte, was? Habt ihr das mal, nicht gehört? Ihr kannst das ein bisschen definieren. Also ich verstehe gehört habe ich das schon. Ich habe absolut nicht verstanden, worauf du hinaus willst. Also... Dass Lloyd ja sagt, die Route gehört euch für 5 Millionen Dollar. Ja, das bedeutet, ich bezahle, also gerade das, ich sag nur, was dann passiert, was du gerade sagst. Wir machen Step by Step, okay? Okay. Er sagt ja, ich bringe die 5 Millionen vorbei. Das ist unsere Route. Dann, weiter? Genau, beziehungsweise wir machen den Deal am 27.08.
Dann haben wir Zeit, alles zu unterzeichnen, die Papiere fertig zu machen und am 27.08. ist alles unter Dach und Fach und es gehört euch. Aber das ist warum ja eine ganze Woche. Da, wir haben gar keine Zeit, wir müssen Geld verdienen. Ich verstehe auch nicht, also wir kaufen kein Haus, wir kaufen eine Route, eine illegale Route, willst du mir jetzt erzählen, wir wollen zum Notar laufen und da irgendwie Papiere für eine Route unterschreiben oder was? Nein, eigentlich nicht, weil wir erwirtschaften Dollars damit, Schwarzgeld, das Ganze muss gewaschen werden, unsere Bürokraten müssen das Ganze unter Dach und Fach bringen, irgendwie müssen wir das ja so handhaben, dass uns die Steuerfahnder nicht, auf die Schliche kommt. Aber Schwarzgeld wäschst du sicherlich nicht auf deiner Meth-Route. Das habe ich nicht gesagt. Wir erwirtschaften dadurch Dollars. Ja, richtig. Und wenn ihr die jetzt verkauft, und dann müssen wir das Ende mit der Wirtschaft versteuern. Na ja, genau. Wir müssen das Ganze versteuern. Wir müssen das irgendwie klar machen. Wir müssen diese Dollars ja irgendwie diesem Staat glaubhaft machen, sauber und legal erwirtschaftet zu haben. Also wie heißt du? Sag mal ganz kurz, wie du heißt. Ich kenn, Senior ich kenn, S. Senior S, ja? Hör mal zu, das ist doch kein Dings, das ist doch hier kein Bahamas Mamas oder so, was ich jetzt von dir kaufe. Wir reden hier gerade über eine illegale Drogenroute. Da gibt's nichts mit, wenn du die abgibst, dann ist die weg. Ja, du beharrst zu sehr auf diese Fläche. Es geht nicht um die Fläche, es geht um diese Dollars, die hin und her geschoben werden. Nein, die Dollars werden doch hin und her geschoben. Und die müsst du irgendwie erklären. Aber welche Dollars? Meinst du den Koffer, den ich Leute gleich vor die Füße lege mit den 5 zum Millionen drin? Beispiel, korrekt. Aber da kriegt doch keiner was von mit, das ist doch steuerfrei. Das sind 5 Millionen glatt, keiner kennt dieses Geld, das weiß keiner, dass es im Umlauf ist. Jedes Geld auf dieser Welt ist sogenanntes Fiat Money. Dieses Fiat Money hat immer eine Identifikationsnummer. Das heißt, das ist trackbar. Deswegen müssen wir ja Geld waschen, versteht ihr? So läuft dieses Finanzwesen ab. Deswegen ist diese, wie nennt man das, Finanzamt so ekelig. Deswegen... Keiner sagt doch nein, ihr bekommt das Ding, aber gebt uns 7 Tage Zeit, wir müssen den ganzen Papierkram machen. Ihr bekommt das am 27.08. Nein, also wie gesagt, Friss- oder Stirb-Angebot, ich habe es eben schon gesagt, ich sag's nochmal, es ist nichts mit Papierkram, es ist nichts mit Steuerfahndung und was weiß ich nicht noch alles, was euch jetzt irgendwie Nettes einfällt, damit ihr eine Woche länger auf der Route bleiben könnt. Nein, das hat doch gar nichts damit zu tun. Ja, ich kann jede Dollars dieser Welt haben. Wenn ich es aber nicht ausgeben kann, kann ich es nicht ausgeben. Weil das FIB und die Polen hinter mir her sind. Also, wie gesagt, das ist unser Angebot. Wir bewegen aber warum uns kommt nicht weiter euch entgegen? Auf euch zu. Wir sind euch schon wirklich weit entgegengekommen. Wir sind euch doch jetzt schon entgegengekommen. Wie weit denn auf euch die Medizin noch hinlegen oder was? Nein, wir sind auch entgegengekommen. Wir haben gesagt, ihr kriegt das, aber nach 7 Tagen. Ja, aber ich will, guck mal, ich sag, das ist mein letztes Wort dazu, okay? Ich möchte auch nicht, dass das jetzt hier lauter wird oder sonst was. Ich sag das einfach, weil diese Diskussion, wir machen hier gerade, ist ein Kreis, ja? Das geht die ganze Zeit hin und her, kommen wir auf keinen Punkt, ja? Wir geben euch jetzt 5 Millionen für die Route, die bringe ich dir, wenn du damit einverstanden bist, Leute. Und danach ist das Thema zu. Da gibt's nichts mit am 7. oder so, da ist nichts. Oder, das ist Option 2, ihr lehnt dieses Angebot an und dann treffen wir uns und wir holen uns die Route. Das sind diese zwei Optionen, die wir haben. Eben, wir zwingen euch ja nicht, die Route zu verkaufen. Es ist dir frei überlassen. Okay. Ihr könnt euch entscheiden, wenn ihr sagt, nein, ihr wollt die nicht verkaufen. Fein. Also, darf ich die jetzt töten? Wir zwingen euch dazu nicht. Wir wollten, das ist unser Angebot. Bewegen werden wir uns nicht mehr. Chillt mal jetzt. Verkauft sie an uns. Wartet noch. Oder unsere zwei Parteien müssen das im Krieg untereinander ausmachen. Du hast auch alle Zeit der Welt, also nicht alle Zeit der Welt, weil ich möchte jetzt nicht, dass du die 7 Tage Bedenkzeit lässt, sondern du hast eine Stunde Zeit, dir Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, da sollte man alles Mögliche, was man dafür braucht, sollte man in dieser Zeit entscheiden können. Aber es heißt Stunde, also die Frage ist doch, also ich weiß ja nicht, vielleicht kann er uns auch jetzt schon eine Antwort geben. Das wäre natürlich am optimalsten. So, wir haben jetzt viel geredet, Leute. Sag uns, willst du uns jetzt eine Antwort geben? Kannst du uns eine Antwort geben? Check. Ich habe euch eine Antwort gegeben und ich gebe sie gerne nochmal. Ich bin bereit, auf das Angebot einzugehen, wenn meine Männer eine Woche weiterhin darauf arbeiten können. Okay, also Verhandlung fehlgeschlagen. Denkt darüber nach. Ihr könnt dann uns eine Antwort geben. Leute, ich habe mit dir, das habe ich dir doch gerade schon erklärt. Da haben wir doch, glaube ich, 2 Minuten gerade drüber gesprochen. Okay. Da die Verhandlungen gescheitert sind, wie wollt ihr weiterhin vorgehen? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf eurer Route, ne? Du meinst dann auf unserer Route, Juri. Was ist? Stimmt, da war ja was. Wie ist dein Name, Fräulein? Laura. Laura. Hermanos, wo seid ihr?
Ich werde mir deinen Namen merken. Tu das. Wir werden uns sicherlich wiedersehen. Wolltest du auch. Die hat nämlich auch viel zu sagen bei uns. Ja, und noch eine Sache will ich auch nochmal sagen. Bitte. Herr Motte, kommst du zu uns, bitte. Seid euch bewusst, am besten auch der Laura. Danke, Mann. Mein Patron ist wie ein Parasit. Er kommt, er wird euch zerstören. Und dann wird er vor eure Haustür stehen und von euch was verlangen. Und dann werdet ihr sagen, schade, warum bin ich nicht darauf eingegangen? Und wir gehen mal davon aus. Und wir gehen mal auch nochmal davon aus. Wir haben es verloren. Ihr habt die Route. Trotzdem kommen wir wieder und holen euch trotzdem die Route. Boah, diese Laura. Ich hoffe, ihr werdet uns niemals loswerden. Ihr habt uns zu uns gekommen. Ihr habt uns geredet. Aber wir werden jetzt wie eine Bakterie an euch kleben. Und ihr werdet uns nie wieder loswerden. Sagt das Pascha auch genauso. Ich gebe das gerne so weiter, mein Bester. Genauso. Werde ich machen. Orali, bis zum Tod. Jori, auf einen guten Kampf. Hab mich gefreut. Laura, wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch was. In der Hölle. Ey, Laura. Hola. Du bist ein knallharter Geschäftsmann. Jungs, macht euch alle ready. Patron, wir müssen sterben. 100%. Nein, 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 das ist ehrenlos. Wir sind nur zu zweit, chill. Patron. Macht alles fertig. Ja, Marco, Patron sagt, chill doch mal. Marco kann sich jetzt beweisen. Ich hoffe, er hat Grau an. Herr Manos, was ist passiert? Wo seid ihr, Udini? Wo seid ihr? Ja und? Bist du Wartungsgarage? Wenn du das nächste Mal den D-Funk nicht im Auge hast, gibt's Ärger. Sehe ich, was du beschäftigt. Patron. Ich bin extra wach geworden, jetzt ist in Europa beschäftigt, tut mir leid. Ich bin sehr stolz auf dich, Benny. Du könntest einer unserer besten Männer werden. Patron, sollen die sterben oder sollen die wegfahren? Nee, sie dürfen gehen. Lass sie gehen. Ich hol meinen Heli. Stattet euch aus, wir sind im Krieg. Vamos! Orale! Ich bitte euch alle herzukommen.